So, Tag, Leute, und damit herzlich willkommen zu diesem Eilstream. Die Ereignisse überschlagen sich. Seit vorgestern und dann vor allem gestern sind sehr, sehr viele News rausgekommen und ja, wie man da dann auch erfahren hat, tatsächlich Neuigkeiten, die in Insiderkreisen schon seit einigen Monaten kursieren. Piranha Bytes steht vor der Schließung und in diesem Stream werden wir ein bisschen drüber reden. Ich denke, ihr habt alle schon die News gesehen, Artikel gelesen und diesen Podcast gehört. Darauf gehen wir gleich nochmal genauer ein. Das heißt, ich werde das alles gleich nochmal ein bisschen rekapitulieren und dann reden wir drüber, tja, was könnte das alles bedeuten? Wie kann die Zukunft aussehen? Und ja, ist natürlich für mich als großen Piranha Bytes Fan eine ganz schöne Sache. Ne, ihr wisst, wie viel Präsenz die Spiele von denen hier bei mir auf dem Kanal haben und meine Kamera macht Sachen, verrückt. Also ja, lasst uns drüber reden. Vorher schauen wir ganz kurz, ob alles läuft, wie es laufen soll. Verrückt, jawohl, ich höre und sehe mich auf YouTube wunderbar. Eieiei. Ja, fangen wir an. Was ist passiert? Links dazu habe ich euch in der Beschreibung gepackt. Ne? Vor allem The Pod Games Podcast. Daher kommen die meisten Informationen jetzt hier. Und dann gibt es natürlich diverse News-Portale, die das Ganze aufgegriffen haben. Auch die anderen Infos, die so jetzt in der deutschen Gaming-Branche herumkursiert sind, auch zusammengetragen haben. Unter anderem Gameswirtschaft habe ich euch verlinkt, wo das alles immer nochmal sehr gut zusammengefasst ist und auch geupdatet wird. Und es gibt natürlich allerlei Newsportale sonst noch. Ja, offizielle Statements von Embracer Group, von THQ Nordic oder von Piranha Bytes selbst oder Mitarbeitern gibt es nach wie vor keine. Aber wir rekapitulieren jetzt erstmal die Situation Timeline gemäß. So wie es aussieht, laut all dieser Insider-Informationen, stand, naja, oder das wissen wir ja zumindest schon sehr, sehr lange, dass die Embracer Group, da geht's nicht so gut, die haben einen fetten Deal, der geplatzt ist, die sind richtig krass in Geldnot, ne? Die haben die letzten Jahre sehr, sehr viele Studios und Marken aufgekauft, ja, darunter eben auch Piranha Bytes, Gothic, Risen Elex. Und ja, nach dem Hoch der Pandemie ging es denen sehr, sehr schlecht und jetzt bauen sie sehr ab. Es werden lauter Entwicklerstudios verkauft, Leute entlassen und hat das Ganze auch Piranha Bytes erreicht und die Gespräche dazu, dass Piranha Bytes verkauft werden soll oder komplett entlassen werden soll, gibt es anscheinend schon seit Herbst letzten Jahres. So, das heißt, da ist das intern im Gespräch gewesen. Das erste, was wir als Öffentlichkeit mitbekommen haben, ist, dass Ende November die letzte Piranha Becken TV-Folge auf dem Piranha Bytes YouTube-Kanal gelaufen ist und sich bis nächste Woche verabschiedet wurde, wie immer. Und dann nichts mehr kam. Wo ich persönlich erstmal dachte, okay, dann gönnen sie sich halt doch nochmal eine Pause und vielleicht ist alles gerade irgendwie ein bisschen anstrengend, wer weiß, ist ja alles okay. Ja. Kam aber nie wieder was, ne? Und wir wissen ja auch, dass diese Folgen circa einen Monat im Voraus produziert sind. Das heißt Ende September ungefähr oder Anfang November. Und tja, wie man jetzt rausgehört hat, wie The Pod offengelegt hat, hat Björn Pankratz, der Creative Director, ne, und Aushängeschild der Firma und der Spiele und kreativer Kopf des Ganzen und vor allem auch von der Elex-Reihe, sich schon vor der Gesamtentlassung entschieden, Piranha Bytes tatsächlich zu verlassen und das war letzten Endes quasi nur noch der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat, dass diese Gespräche der Studioschließung in den Raum kamen. Es soll intern anscheinend Differenzen gegeben haben. Ja, dass Björn sehr Elex und die Elex-Reihe als sein Baby sieht und verständlicherweise, ne, da viele seiner Visionen umgesetzt hat. Und tja, so wie es aussieht, war das intern im Studio in Piranha Bytes doch etwas kontroverser, als ich angenommen hätte.
Ja, dass viele da intern gesagt haben, okay, sowas lieber wieder Richtung Spiele wie Gothic, weg von dem Science-Fantasy-Gedöns und so weiter. Und ja, scheint anscheinend wirklich so sehr, naja, wer weiß, ob eskaliert das richtige Wort ist. Auf jeden Fall ist es intern wohl so weit gegangen, dass sich für Björn ein Ausscheiden aus der Firma tatsächlich, naja, angeboten hat, nicht mehr, dass eine weitere Zusammenarbeit einfach nicht mehr möglich war. Das wäre halt super interessant, da genaueres noch zu erfahren drüber, aber ich gehe bald davon aus, dass wir, was diese persönlichen Sachen angeht, nicht mehr viel hören werden. Auf jeden Fall, ne, hieß es dann, okay, der deutsche Zweig von THQ Nordic hat sich sehr für Piranha Bytes eingesetzt und so, und die Komplettentlassung erstmal noch ein bisschen bewirkt, dass die nach hinten verschoben wird. Letzten Endes ist es dann im Dezember also passiert, dass effektiv das Studio geschlossen wurde, alle gekündigt wurden. Wobei geschlossen, ja, die Begrifflichkeiten sind hier gerade ein bisschen schwierig, denn es steht jetzt nämlich in Aussicht. Es gibt seitdem bereits Gespräche seitens Piranha Bytes und anderen Publishern, ne, auch wieder Quelle von den ganzen anonymen Insiderquellen, die dann da bei The Pod zusammengetragen wurden. Sehr starke Rechercheleistung. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Ja, also ne, all diese Informationen jetzt von sehr vielen unabhängigen verschiedenen Quellen bestätigt innerhalb der Branche. Sowohl von Piranha Bytes selbst, von Embracer, THQ und auch anderen Entwicklern. Und ja, deswegen ist das alles soweit gesichert. So, THQ Nordic ist also bereit, die Elex-Marke im Zweifel mit und auch die Piranha Bytes-Marke abzugeben mit dem Team, sollte das verbleibende Team einen neuen Geldgeber finden. Und die Gespräche laufen dann offenbar seit Dezember auch und sind jetzt immer noch am ongoing, sind ongoing und ja. Laut Einschätzung, jetzt weiß natürlich niemand, was die Zukunft bringt, könnte diese ganze Situation schon noch ein paar Monate andauern. Und ja, in dem Podcast wird sehr, sehr viel drüber geredet. Ne? Also hört ihn euch auf jeden Fall an, ne, wenn ihr es noch nicht getan habt. Was ist realistisch? Was könnten die Möglichkeiten sein? Da geht es zum einen drauf raus, dass es sehr, sehr schwierig wird für das verbleibende Piranha Bytes Team. Ja, neu Fuß zu fassen. Sie hoffen und ich hoffe das Ganze natürlich auch, dass alle Mitarbeiter und Beteiligten irgendwie weich landen und egal wie die Ausgangssituation dann sein wird am Ende, alle irgendwo in der Branche nochmal was finden oder tatsächlich eben Piranha Bytes weitergeführt werden kann, je nachdem. Hauptsache es geht allen irgendwie gut. Denn letzten Endes sind das die Leute, die die Spiele erschaffen haben, die wir alle sehr mögen. Manche mehr, manche weniger, aber ich persönlich alle sehr mag. Also das schon mal vorweg. Ja, aber es wird eingeschätzt, dass die Chancen nicht gerade groß und gut stehen, dass da nochmal ein neuer Geldgeber gefunden wird. Die Branche ist sowieso gerade sehr am Abbauen. Rechts und links werden Leute und Studios komplett entlassen und da jetzt nochmal einen neuen Geldgeber zu finden, der investieren will in Piranha Bytes und potenziell in eine Elex-Marke und ein Elex 3, das wird sehr, sehr schwierig. Wird auch spekuliert, dass vielleicht jemand das als Schnäppchen sehen könnte, wenn man das jetzt, ne, auch die Elex-Marke nicht allzu viel wert, so wird geschätzt, dass sich jemand das krallt, was natürlich gut für uns wäre. Naja, werden wir sehen, was rauskommt. Da bleiben wir auf jeden Fall an den News dran. Wir können ja auch ganz kurz nochmal dupdidu. Ah ja, guck mal. Hey, da sehen wir mich doppelt. hier. Da sind wir bei Björn Pankratz. Wir wollten aber hier hinzu. Games Wirtschaft. Ja, ne? Da verlinkt in der Beschreibung wird immer wieder
geupdatet, falls es News gibt. Auch andere Newsseiten tun Ähnliches. Jetzt habe ich meinen gedanklichen Faden verloren. Auf jeden Fall, na, hier. Ey, genau, der Bund. Der Bund ist auch noch so eine Sache. Wir wissen ja alle, dass ELEX 3 in Entwicklung war, seit dem Ende von ELEX 2. Ist ja immer so, der Zyklus, ne, dass Pre-Production schon am Ende des Produktionszyklus vom letzten Spiel beginnt. Und das bedeutet, jetzt knapp 2 Jahre müsste ELEX 3 schon in Entwicklung gewesen sein. Wurde ja dann letztes Jahr die große News vom Bund gefördert, die Games-Förderung, 3,2 Millionen Euro. Was auch laut Schätzungen die Hälfte bis ein Drittel des Gesamtbudgets sein müsste. Was halt auch wieder zeigt, obwohl das schon so stark gefördert wurde, geht's der Embracer Group so schlecht finanziell, dass sie wirklich alles rauswerfen, was geht und was nicht schnell nochmal Geld in die Kassen spült. So, und diese Förderung, da gab es eine kleine Kontroverse, wo jetzt hier relativ in jüngster Vergangenheit, 10 Uhr, vor 6 Stunden aktualisiert wurde, okay, das Ministerium hat sich gemeldet und gesagt, okay, die Förderung besteht weiter für ELEX 3. Es gab da kurz, was das, das alte Projekt, der alte Codename verschwunden ist und ein neuer aufgetaucht ist. Jetzt haben wir hier Currywurst. Na, weil man natürlich noch nicht offiziell sagen darf, ELEX 3 und so weiter. Das ist halt ein bisschen interessant. Erst dachte man, okay, es ist aus der Förderung verschwunden, alles geht den Bach runter. Dann kam mit derselben Summe dieser neue Codename und alle waren verwirrt. So, das heißt auf jeden Fall, laut dem Ministerium ist das immer noch weiter ein laufendes Projekt. Und das bedeutet wiederum, dass Verhandlungen seitens Piranha Bytes auf jeden Fall auch noch laufen werden, aber das Spiel ziemlich sicher just im Moment nicht weiterentwickelt wird. Ja, ist natürlich schwer zu sagen, wenn man jetzt die persönlichen Leute alle nicht kennt. Könnte sein, dass das Team sich schon langsam zerstreut, Leute auf neue Jobsuche gehen oder ausharren bei Piranha Bytes bleiben und bleiben wollen und hoffen, dass das Ganze nochmal die Kurve kriegt mit einem neuen Geldgeber. Aber auf jeden Fall seitens des Bundes, seitens des Ministeriums steht das Projekt noch. Es wurde noch nicht von Piranha Bytes abgesagt. Aber was halt noch nicht geklärt ist, ist die Sache mit dem neuen Codenamen. Warum wurde es überhaupt umbenannt? Jetzt ist natürlich die Frage, haben sie nach wie vor überhaupt vor, ein ELEX 3 zu entwickeln oder was völlig anderes und konnten sie die Förderung darauf quasi übertragen? Was auf jeden Fall auch steht, ne, wir haben es da gelesen, sollte ein neuer Eigentümer sich finden, dann kann diese Fördersumme übernommen werden mit dorthin. Das scheint also rechtlich klar zu gehen. Nun wissen wir nun mal, dass Björn Pankratz der Kopf der ganzen ELEX-Geschichte war und der Vision. Und das bedeutet für uns, und das ist halt das, ja nicht das Traurigste, aber eine der sehr traurigen Sachen, das, was ELEX 3 einst hätte werden sollen, das werden wir aller Wahrscheinlichkeit nach nie zu Gesicht bekommen. Egal wie das Ganze hier ausgeht, das ist ja auch der große Punkt, auf den ich eingegangen bin am Ende meines ELEX 2 Fazits, ne? Falls ihr das noch nicht geschaut habt oder euch angehört habt, viele Stunden des Reminiszierens und in die Zukunft blickens. Ja, dass ich letzten Endes mit einem ELEX 3 eigentlich entscheiden würde, wie ELEX 2 in die Geschichtsbücher eingeht, zumindest was die Story angeht, ne? Und das, also kann man ziemlich sicher sagen, das wird so nicht mehr eintreffen. Und vermutlich, wenn sich nicht noch irgendwas Tolles auftut, wird es sowieso niemals ein ELEX 3 geben. Und wenn es das gibt, dann, naja, wenn der Vision Keeper
vor der Hälfte der Entwicklungszeit ausscheidet. Ich weiß nicht, ob das Team das Projekt so beenden würde, wie es einst gedacht war, oder dann doch in eine andere Richtung umschwenken würde. Das weiß man nicht. Und ob das eine gute oder eine schlechte Sache wäre, weiß man auch nicht. Eine Sache, die mich brennend interessieren würde für die Zukunft, wenn dieses ganze Thema abgekühlt ist und irgendwie in trockenen Tüchern. Vielleicht kriegt man nochmal irgendwie mit Björn Kontakt und kann zumindest auf dem Papier eine Beendigung dieser originalen Elex-Trilogie-Vision erhaschen. Also, mich würde halt wirklich sehr, sehr interessieren, was er sich geplant hatte, wie diese Story verlaufen soll, wie sie zu Ende gehen soll. Weil halt super viel aufgeworfen wurde am Ende von Elex 2, ne? Und Elex 3 eigentlich hätte das große Ding werden müssen von der Story her, was das Ganze auflöst. Und dass wir das so in normaler Spielform nie mehr kriegen werden, das ist schon echt insane. Und generell, dass so ein Traditionsstudio wie Piranha Bytes jetzt vor dem Aus steht. Ne, noch ist es nicht geschlossen, aber alle sind entlassen. Das Studio als leere Hülle besteht und sollte es verkauft werden, könnte es auch noch so weiter bestehen und wieder befüllt werden mit alten und vielleicht auch neuen Talenten. Aber es feststeht, so wie wir Piranha Bytes bisher kannten, die letzten über 20 Jahre. So wird's nie wieder werden. Das Ding ist durch. Irgendwann, tja, irgendwann muss das wohl dazu kommen, wa? Es war ja, also Piranha Bytes war ja wirklich so das letzte Jahrzehnt eigentlich, ne? Letzten anderthalb Jahrzehnte, wenn man es genau nimmt. Schon, naja, auf einem Ast, wo die meisten gesagt haben, oder viele Leute gesagt haben, das ist ein absteigender Ast. Ja, konnte sich immer irgendwie über Wasser halten. Das fand ich halt, das finde ich so krass, ne? Ich bin halt fest davon ausgegangen, weil sie es in Vergangenheit immer wieder geschafft haben, dass sie doch stabil bestehen blieben, dass das halt auch dieses Mal so sein wird, so sein könnte. Ja, das, weil ich meine, das ist so ein altes, langjähriges Studio und es ist so eine feste Fanbase. Ich hätte denen echt nicht zugetraut. Ich hätte Embracer echt nicht zugetraut, dass sie diese Marke so wegwerfen. Und daran merkt man halt wirklich, das obere Management da, das hat sich massiv verspielt. Das hat mit Einnahmen gerechnet, die so nicht realisierbar waren. Und jetzt wird zunächst erstmal werden viele Entwickler, sowohl einzelne Mitarbeiter als auch komplette Studios, nicht nur Piranha Bytes, wird erstmal in den Abgrund gestoßen und entweder sie springen dann noch hinterher oder sie kriegen wieder die Kurve, die Embracer Group. Das. Nee, aber es wurde auf jeden Fall. Das, was für uns persönlich hier erstmal wichtig ist, wurde in den Abgrund gezogen. Und das ist schon famoses Missmanagement, muss ich sagen. Also das, wow. Das, ich will niemandem die alleinige Schuld zuschieben. Es ist immer ein Thema von ja, vielen verschiedenen Aspekten, die aufeinandertreffen. Aber man muss schon sagen, da hätte in Vergangenheit einiges besser laufen können, gerade was den Release von Elex 2 angeht, den Release-Zeitpunkt. Wo auch in dem Podcast spekuliert wurde, ja, ne, das könnte ja sein, dass das, obwohl, ne, wir kennen ja die ganze Geschichte mit, ne, kurz nach Elden Ring und so, und dass das große Problem von Elex 2 war, dass das aber trotzdem gepusht wurde wegen Quartalszahlen und so. Das sind dann mal so diese Financial Reportings. Alles ganz, ganz, ganz ekelhaft, muss ich sagen. Dass dann letzten Endes einfach nur Zahlen erreicht werden sollen auf Kosten realer Dinge und auch realer Leute. Das, naja. Aber so sieht's aus.
Und anzurechnen ist natürlich, dass sie bereit sind, Piranha Bytes und die Marke Elex abzugeben. Andererseits die Marke Gothic, ich meine, von Risen sprechen wir, glaube ich, gar nicht. Das ist gefühlt jedem egal, leider. Aber die Marke Gothic, die wird auf jeden Fall bei THQ Nordic und bei der Embracer Group bleiben. Das Gothic 1 Remake bei Alchemia Interactive in Spanien ist nach wie vor in Entwicklung. Und ich gehe stark davon aus, dass das oder eines der Steckenpferde sein wird und bleiben wird von THQ Nordic, wo nochmal mit festen Einnahmen zu rechnen ist und Erfolg. Ich gehe also sehr, sehr stark davon aus, dass dieses Projekt bis zum bitteren Ende erhalten bleiben wird und allerhöchstens eingestampft werden müsste, sollte die gesamte Embracer Group den Bach runtergehen und völlig bankrott. Aber ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird. Und selbst dann könnte ich mir vorstellen, dass die Rechte daran von wem anders aufgegriffen würden, weil da halt wirklich ein gigantisches öffentliches Interesse ist, ne? Am Gothic Remake. Das könnte zumindest das Ruder noch mal rumreißen, was das Vermächtnis dieser ganzen Geschichte angeht. Was so ein Wermutstropfen ist, ne? Ja. So die Situation. Und ansonsten würde ich hier ganz gerne, ne, das als Plattform bieten, sowohl live jetzt hier im Chat als auch im Nachhinein in den Kommentaren. Redet euch aus, wenn ihr wollt oder so, nutzt es hier. Könnt gerne weiter diskutieren. Ansonsten, tja, müsste man mal überlegen, was gibt's sonst noch so? Genau. Nochmal zurückzukommen auf Björn Pankratz, ne? Dass er tatsächlich im Rahmen dieser, okay, das Studio wird wahrscheinlich geschlossen, vorweg schon gesagt hat, okay, ich verlasse Piranha Bytes, als das Aushängeschild schlechthin, ist natürlich krass. Ne? Wäre sehr interessant, da zu hören, was da intern, wie es abgelaufen ist, was die Meinungen von ihm und den Kollegen sind und so, aber ich denke, das geht ein bisschen zu sehr ins Private und ins Interne rein. Was ich nur halt bemerkenswert finde, ist, ich habe nochmal nachgeschaut jetzt, ne? Wir haben, wie das eben immer so ist, gefühlt in den Bereichen noch keinerlei Statements. Das heißt, ne, auf LinkedIn ist Björn immer noch als Mitarbeiter, Creative Director von Piranha Bytes gelistet. Auf, naja gut, er ist generell nicht so aktiv auf Social Media, aber auch von der Seite aus keinerlei Neuigkeiten. Bin ich gespannt, ob man da nochmal irgendwie was hören wird oder wie es mit ihm weitergeht, weil das muss man halt wirklich sagen. Ich, keine Ahnung, interne Differenzen dahingestellt. Ich gehe davon aus, dass alle Mitarbeiter von Piranha Bytes coole Leute sind. Ja? Und Björn und Jenny, ne, die habe ich jetzt mehrfach persönlich kennenlernen dürfen und sind halt wirklich super, super tolle Menschen einfach. Ne? Fernab jetzt auch von Spieleentwicklung oder sonst was, sind einfach tolle Persönlichkeiten. Und tja, deswegen bin ich gespannt, ob es da zu einem anderen Game-Studio gehen wird oder oder ob Björn vielleicht eine andere Karriere jetzt nochmal verfolgen wird. Was mit Jenny ist, wir haben jetzt nur von Björn gehört, von diesen Insider-Infos. Ob Jenny zur selben Zeit Piranha Bytes verlassen hat, ob sie das gemeinsam getan haben oder ob sie dann noch intern geblieben ist und vielleicht mitgewirkt hat an oder auch noch mitwirkt an Verhandlungen oder so, wer weiß, ich weiß es nicht. Alles so Fragen, ne? Vielleicht kriegen wir da in etwaiger Zukunft Antworten drauf, vielleicht auch nie. Ja. Aber es ist wirklich eine Schande. Es ist wirklich traurig, dass jetzt diese aktuelle Elex-Trilogie nie so einen Abschluss finden wird, wie sie es vielleicht einmal sollte.
und dass dieses Studio insgesamt auch nie mehr das sein wird, was es mal war. Tja. Das, also vielleicht, ne, wenn man jetzt das Ganze positiv sehen möchte, vielleicht ist es zum Besten. Ja? Vielleicht finden alle Mitarbeiter gute neue Plätze. Denn Piranha Bytes hatte sich ja nun mal das, ne, ist irgendwie auch öffentlicher Konsens und ja, das Thema, das haben wir ja schon in den vergangenen Jahren sau oft besprochen. Die haben sich in eine Sackgasse manövriert, entwicklerisch, technisch, ne, die ganze Engine-Diskussion, die veraltete Sache, alles, das ist ja, kann man jetzt retrospektiv viel drüber spekulieren, was wäre, hätte man, war das jetzt schlechtes Management, sind da schlechte Entscheidungen gefallen, wäre es, wenn andere Entscheidungen getroffen worden wären, wäre es dann noch schneller vorbei gewesen, wer weiß. Tja, also es gibt natürlich viele, viele Leute, die sagen, okay, ne, hätten sie sich damals, 2019 war es, wo sie von THQ Nordic und der Embracer Group aufgekauft wurden, hätten sie sich dem nicht angeschlossen, dann wäre das Ganze schon sehr viel schneller vorbei gewesen. Ja, dann hätte Piranha Bytes gar nicht mehr bis heute überhaupt existiert. Ich meine, wenn sie niemand anderen gefunden hätten, wahrscheinlich. Andererseits ist es jetzt halt, ne, Piranha Bytes ist halt, geht halt jetzt in die Geschichte ein als ein Studio, was vom Regen in die Traufe ist, ne, was Publisher angeht, Vertragspartner, also zuerst bei Gothic Joe Wood, die auch immer am Rande des Abgrunds waren und dann dicht gemacht haben, dann tja, die Einflüsse von Deep Silver damals, die, naja, so munkelt man auch die ein oder anderen kontroversen Entscheidungen bezüglich Risen 2 und 3 dann forciert haben. Und jetzt, naja, dachte man, mit THQ Nordic wären sie erstmal sicher und in guten Händen und dann, tja, wird das auch in den Abgrund gerissen. Jetzt habe ich auch gehört, das wusste ich nämlich auch noch nicht, dass im Management der Embracer Group tatsächlich Leute vom alten Joe Wood saßen. Was dann natürlich, ne? Kann man sich jetzt die Gedanken drüber zerbrechen. So, ich gehe jetzt mal gerade nicht auf den Chat hier ein, weil es thematisch überhaupt nicht dazugehört. Sorry dafür. Tja. Was können wir sonst noch dazu sagen, Leute? Ich werde auf jeden Fall dranbleiben. Jetzt für mich als Kanal ist es natürlich super schade, ne, dass ich niemals wahrscheinlich so das Elex 3 zu spielen bekommen werde. Aber es geht, wie auch schon letztes Jahr angekündigt, weiter. Ich werde mich auf jeden Fall früher oder später Gothic 1 widmen. Nach wie vor ist der Plan, das zu tun, sobald die geupdatete Switch-Variante auch auf dem PC portiert ist. Was auch von Alchemia gemacht wird, ne, die auch das Gothic Remake machen. Was auch nochmal so ein Punkt ist, ne, dass dadurch natürlich auch aktiv Geld in die Kassen gespielt wird. Das heißt, also Alchemia ist gerade so die Hoffnung von THQ Nordic gefühlt. Naja, ich wünsche denen das Allerbeste. Vielleicht finden ja auch ein paar ehemalige Piranhas bei denen Platz, wer weiß. Das wäre natürlich, ne, ist jetzt auch alles nur Spekulation, ne, wenn die dann wieder zurückkommen würden, um an einem Gothic Remake zu arbeiten, wäre wieder Full Circle. Da hätte sich der Kreis geschlossen. Wäre zumindest eine schöne Vorstellung. Was auch sein könnte, ist, dass Piranha Bytes Richtung Indie-Studio gehen könnte. Wobei ich nicht davon ausgehe, dass das funktionieren kann. Vor allem geht es erstmal kurzfristig
werden alle Mitarbeiter irgendwie ihr Geld benötigen und ja, Kickstarter stand im Raum. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, sowas. Nee, aber ich werde dranbleiben und auch das Gothic 1 Remake werde ich sicherlich hier irgendwann spielen, wenn es dann mal rauskommt. Aber auch das liegt noch in weiter Zukunft, so wie es aussieht. Und die sollen sich hoffentlich auch so viel Zeit lassen können, wie sie das brauchen. Ja. Das sind so die Neuigkeiten. Jetzt überlege ich noch, ob sonst noch irgendwas Wichtiges war, was ich vergessen habe. Wir können nochmal auf den Artikel schauen, ob sich irgendwas Neues getan hat, aber wahrscheinlich jetzt nicht. Nee, ne. Nur noch irgendwelche Teile zu besprechen. Ne. Ich denke, inhaltlich haben wir es jetzt erstmal durch. Wie gesagt, ne, gerne, wenn ihr das im Nachhinein seht, in den Kommentaren eure Meinung dalassen. Und ansonsten, schwere Zeiten. Das Jahr fängt krass an. Also gut, es sind auch schon 1000 andere verrückte Sachen jetzt dieses Jahr wieder passiert und wir sind an Tag 18. Die Welt spielt verrückt. Dann vielleicht jetzt hier noch zum Schluss, wurde im Chat gefragt, wann kommt mal wieder ein Anime-Cover-Video. Höchstens spontan, ist nichts geplant und weiß ich auch nicht, ob jemals was kommen wird oder nicht. Oder ja, ist random. Auf jeden Fall nichts, was ich jetzt gerade angehen wollen würde. Tja. Ich weiß gar nicht, angekündigt ist, glaube ich, noch nichts zu einem Gothic 3 Switchport. Aber ich gehe davon aus, dass der auch in etwaiger Bälde kommen wird. Und wenn wirklich, wie auch geplant, das Ganze dann früher oder später auf PC kommt, ist es natürlich die Gelegenheit, ne, für Leute wie mich. Und muss man auch zugute halten. Ne? Also Piranha Bytes hat ja also ein Vermächtnis hinterlassen und der deutschen Games-Branche den Stempel aufgedrückt, den man nicht mehr vergessen wird. Ne? Das ist, denke ich, klar. Und es ist ein bisschen makaber, aber es ist so wie, naja, wenn große Persönlichkeiten versterben. Ne? Jetzt ist zwar niemand gestorben, aber eine Organisation, ein Zusammenschluss an Menschen nahezu aufgelöst. Und zumindest in der Form, wie es jetzt jahrzehntelang war, wird es auf keinen Fall wieder zusammenkommen. Das macht das Ganze natürlich, naja, wertvoller. So doof das klingt. Ne? Also jetzt ist halt nochmal, sind nochmal alle Augen auf Piranha Bytes gerichtet und sind jetzt quasi verewigt im Legendenstatus. So, das. Ha, kann man sich schönreden, ist vielleicht eine nette Sache, aber wie gesagt, auch ein bisschen makaber. Ne? Naja, auf jeden Fall die Gothic-Marke, die geht weiter. Da wird THQ, denke ich, sehr stark dran festhalten. Also, das ist das Ding, was gerade auch nochmal Geld bringt und ja. Immerhin das. Ich bin nur super traurig um Elex. Und ich bin gespannt, ob sollte Piranha Bytes doch noch bestehen bleiben, ob sie ein Elex 3 in irgendeiner Form zu Ende entwickeln. Oder ob diese 2 Jahre knapp Entwicklungszeit jetzt tatsächlich den Bach runtergehen. Ja, es macht dann wahrscheinlich auch. Ja, nee, das werden alles dann Produkte, Informationen, Unfertige sein, die wahrscheinlich auf ewig unter Verschluss bleiben. Ne? Wenn man jetzt so dran denkt, okay, was wäre, wenn sie irgendwie den Arbeitsstand dann zumindest
veröffentlichen könnten, aber naja, es ist, ergibt alles überhaupt keinen Sinn, das ist Quatsch. Ach, schade. Es sind auf jeden Fall gerade ein paar monumentale Stunden für die deutsche Games-Branche und sollte es sich anbieten, dass nochmal große Entwicklungen passieren, dann vielleicht mache ich dann auch nochmal was dazu hier auf dem Kanal. Ansonsten, naja, ich denke mal, jeder wird das sowieso mitverfolgen in der Presse. Und dann sehen wir mal, wie das Ganze endet. Nur nochmal zum Schluss. Ich hoffe wirklich, dass alle Beteiligten, dass es allen gut geht, ja, dass alle persönlichen Schicksale irgendwie in Ordnung sind und sowohl finanziell als auch mental irgendwo das Ganze wieder in eine gute Richtung gehen kann. Es, ja, ne, wenn der komplette Arbeitgeber auf einmal schließt, alle entlassen werden, das mag man sich gar nicht vorstellen, ne, wenn man es nicht selber erlebt hat, was das bei Menschen auch auslöst, ne? Deswegen, Leute von Piranha Bytes, ich danke euch sehr für alles, was ihr bisher getan habt, was ihr uns gegeben habt und ja, doch viele, viele tausende Menschen mit vielen Stunden Spaß erfüllt habt. Und ja, gerade was Björn und Jenny als Gesichter der Company angeht, Björn, der es jetzt verlassen hat, bei Jenny unklar, was die beiden angeht, bin ich sehr gespannt, was man von denen nochmal in Zukunft hören wird, wo es dahin geht. Ich könnte mir vorstellen, dass Björn verschiedene kreative Karrieren theoretisch erfassen könnte, wenn er will. Ja. Naja, es ist halt, ne, man hat über die Jahre halt auch so ein bisschen so eine Verbindung aufgebaut. Es ist schade, dass jetzt auch so Sachen wie das wöchentliche Piranha-Becken TV nie wieder sein werden. Boah. Da bin ich nach wie vor sehr, sehr, sehr dankbar für, dass ich dann damals doch noch die Chance hatte, da mal in dem Format und auf dem Kanal selbst aufzutauchen als kleiner Interviewgast, von dem wir haben weniger als 100 Leute gefragt, Segment. Ja, das war damals im Sommer 2022 noch, ne? Auf der Arten Games, wo das Ganze aufgenommen wurde. Das bin ich nach wie vor wirklich super, super dankbar für. Und auch damals vor dem Release von Elex 1, ne, dass ich die Interviews, also das Interview, was dann in verschiedene Teile aufgeteilt wurde, hier auf meinem Kanal mit Björn machen durfte, das, ja, das sind so Sachen, zu denen wird man wahrscheinlich jetzt nie wieder kommen, ne? Auf jeden Fall nicht mehr in der Form und in der, naja, Situation als Björn und Piranha Bytes, naja. Deswegen, dass ich das erleben durfte, ne? Und da jetzt irgendwo so ein Strich hinter gemacht wird, bin ich froh drüber. Das ist wirklich für mich persönlich auch nochmal so ein Achievement gewesen, diese zwei Sachen. Bin ich dankbar für. Ja, und ich weiß es nicht, ne? Es gibt halt leider sehr, sehr wenige Leute von Piranha Bytes, die sonst noch öffentlichkeitswirksam irgendwas machen, die ein Gesicht nach außen haben. Es gibt Harry und Amadeus, die ja auch mit an Quests gearbeitet haben, die vereinzelt auf Social Media, ganz, ganz selten, soweit ich weiß, mal was posten. Ja, und ansonsten Piranha Bytes Mitarbeiter, ja gut, hier Jan. Wie war der Nachname? Küster oder Küstner? Köster? Kitsunaki einst, ich weiß nicht, ich glaube, den Namen hat er abgelegt, ne? Der ja in vergangenen Jahren dann auch bei Piranha Bytes angefangen hatte. Ich weiß nicht, das könnte man vielleicht nochmal nachgucken, ob er social-mäßig irgendwas von sich gegeben hat. Weil ansonsten ist es halt wirklich ein bisschen schade, dass man von niemandem, der dahinter steht, was hört öffentlich, keinerlei Informationen bekommt und, naja, gut, fairerweise diese Leute dann entsprechend auch kein Interesse daran haben,
Ist auch verständlich, ne? Soll jeder machen, wie er möchte. So, warte mal, jetzt schauen wir mal eben, ob wir noch irgendwas finden. Hier, genau. So. Gibt es hier irgendwelche Aktivitäten? Okay. Ein Let's Play auf dem Kanal, auf der Webseite. Sehe ich jetzt auf den ersten Blick keine aktuellen Geschichten. Oh. Ich lasse das mal eben aus dem Stream raus. Insofern nichts tatsächlich Relevantes dabei ist. Das scheinen... Oh. Was ist das? Das sieht mir aber verdächtig nach mehr oder weniger Ingame-Footage von... Wer weiß, ob es Elex ist oder irgendwas. Es sieht mir sehr Piranha-Bytes-artig aus. Da wurde rumexperimentiert mit Assets, glaube ich. Aber keinerlei Informationen, was den aktuellen Status betrifft. Soweit ich das hier sehen kann. Tja, wir sind auf dem Trockenen, was Informationen angeht jetzt. Das heißt, wir warten ab, ob die Presse noch irgendwas Neues hervorbringt. Und ansonsten, naja, ist jetzt erstmal davon auszugehen, dass es das mit Piranha Bytes war. Wie gesagt, vielleicht kriegen sie irgendwie die Kurve. Aber selbst dann wird es ein mindestens geändertes Team sein, was sich da herauskristallisiert. Ich würde es mir wünschen. Ja. Also Best Case wäre natürlich, wenn, aus meiner persönlichen Sicht, wenn sie einen neuen Geldgeber finden würden, Elex 3 mit der Originalversion, Vision zu Ende entwickeln könnten, weil es sich anbietet, weil da schon so viel Arbeit reingeflossen ist. Und dann fortfahren könnten wieder mit kleineren Fantasy-Rollenspielen, die mehr Richtung Gothic gehen. Aber die Gothic-Marke und Piranha Bytes werden ab jetzt, tja, vermutlich für immer getrennt sein. Ja, die Namen Piranha Bytes und Gothic wird man in Zukunft nicht mehr miteinander zu hören kriegen, außer in, naja, Erinnerungen und Rückblicken. Das wäre schon insane, wenn... Aber nee, ich denke, also die Marke wird... Die Gothic-Marke wird auf jeden Fall bei THQ Nordic bleiben. Auch in Zukunft gehe ich von aus, dass sie daran festhalten werden, komme was wolle. Puh. Deswegen, falls Piranha Bytes bestehen könnte als kleines Team weiter, dann wäre es wirklich schön, wenn sie mit einem ähnlichen Charme weiter... neuen kreativen Mut fassen könnten und ein cooles kleines Spielchen dahin zimmern würden. Und ansonsten, sollte Piranha Bytes tatsächlich vollends geschlossen werden, das, was mal Elex 3 werden sollte, auf ewig hinter verschlossenen Türen landen, dann bleibt zumindest die Hoffnung, dass die Einflüsse dieser Persönlichkeiten, dieser verschiedenen Leute, die daran gearbeitet haben, sich an anderer Stelle, in anderen Studios vielleicht bemerkbar machen und tja, uns dieser Ruhrpott-Charme, diese Art von Rollenspielen und Open World nicht komplett verloren gehen wird. Worst Case ist, wenn genau das eintritt, dass einfach tja, alles zerschlagen ist und tja, die Spieleindustrie wirklich ein wichtiges, traditionelles Glied verloren hat. Und naja, man will den Teufel zwar nicht an die Wand malen, aber ich
gehe zu einem hohen Prozentsatz davon aus, dass das leider eintreten wird. Der Worst Case. Dass da nichts mehr draus werden wird und... Ja, weil die Indizien und die ganze Gesamtsituation, alle äußeren Umstände... Ja, zeigen schon darauf hin, dass es da wenig Chancen gibt. Aber noch laufen Gespräche, soweit man es weiß zumindest. Wer weiß. Gut, aber das wäre es dann von meiner Seite tatsächlich gewesen. Wie gesagt, wir können uns gerne noch in den Kommentaren unterhalten, falls es von euch aus Bedarf gibt dann später. Und sollte ich noch irgendwas Wichtiges vergessen haben jetzt in der Situation, vielleicht erde ich es dann auch nochmal als Kommentar oder so. Aber ja, ansonsten war's das. War's das mit mir nicht, denn heute Abend geht's weiter. Na, wie geplant, 20 Uhr sind wir hier wieder live. Mit Warhammer 40k Pen and Paper Rollenspiel Staffel Nummer 13, Teil 3 der Maskenball. Weiterhin mit dem Prolog und dann schauen wir mal, ob heute Abend tatsächlich der Maskenball richtig startet. Das heißt, falls ihr daran Interesse habt, falls ihr Interesse an Rollenspiel habt, Pen and Paper, gerne lauschen möchtet einer famosen Geschichte, dann heute 20 Uhr geht's hier weiter. Ja, und ansonsten für den Kanal wird es erstmal dabei bleiben. Wie gesagt, wir schauen mal. Wenn sich bis in alle Ewigkeit nichts tut, was die aktualisierte Gothic 1 Version angeht, den Switchport auf PC wiederum zurückportieren, vielleicht fange ich dann irgendwann einfach Standard gemoddetes Gothic, nicht gemoddetes, gepatchtes Gothic 1 hier an. Aber nach wie vor ist die Hoffnung, dass die Version in etwaiger Zukunft auf PC auch noch kommt, was halt sich wirklich sehr, sehr gut anbieten würde. Für mich dann auch. Aber ja, Piranha Bytes Content oder ehemaliger Piranha Bytes Content wird hier auf dem Kanal auf jeden Fall bestehen bleiben. Das heißt, wisst ihr Bescheid, könnt ihr vorbeischauen, wenn soweit es ist, oder auch in Vergangenheit mal schauen, ne? Ich habe euch alles verlinkt, was ich bisher so gemacht habe. Wir haben ja Risen 1, 2, 3, Elex 1, 2, alles Let's Play hier live gestreamt und ja, noch ein paar andere Projekte in meinem Road to Elex, Road to Elex 2. Ja, bin ich dankbar für, wirklich für all das, was hier geliefert wurde, was ich die Möglichkeit hatte, machen zu können, und auch natürlich einen großen Dank wie immer an diese geile Community. Also das ist auch nochmal ein schöner Nebeneffekt von dieser Situation. Die Community, die ist gerade aktiv, die ist zusammengerückt, alle unterhalten sich, und das ist zumindest sehr schön zu sehen, dass das Ganze in der Form auf jeden Fall weiterlebt. Und ja, das wären dann meine abschließenden Worte. Im Hintergrund hörtet ihr unter anderem, wie immer, Risen 1 Soundtracks, gerade jetzt nicht, aber, ne, unter anderem, immer noch, eine der besten Hintergrundmusiken, die es so gibt. Bin ich auch sehr gespannt, ne, Kai Rosenkranz ist ja beim Gothic Remake mit dran. Hat man ja auch schon so die ein oder anderen Töne, Musikstücke angeschnitten gehört. Das wird sicherlich super. Also da können wir uns drauf freuen. Der ganze Kuchen ist noch nicht gegessen, nur Piranha Bytes, wie wir es kannten, ist leider nicht mehr. Und damit entlasse ich uns noch nicht ins Wochenende, aber fast. Es ist Donnerstagnachmittag, sehr ungewöhnliche Zeit, aber ich bin froh, dass ich da jetzt hier so kurzfristig noch Zeit für gefunden habe. Auch wenn es vielleicht nicht ganz optimal war. Aber hey, vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen. Falls ihr sonst noch was habt, schreibt es in den Chat, schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns dann heute Abend oder beim nächsten Mal irgendwann anders wieder. Ja, und dann wäre es das gewesen. Bis dahin. Ciao, Leute.